Aus der Hauptstadt von der Spree nach Offenbach an den Main nach Bieber. Herzlich willkommen, Björn Jopek. Hi. Grüß dich. So, ja, ich habe es eingangs gesagt, eben, du kommst aus Berlin, aus der Hauptstadt, Victoria, ja. Dein letzter Verein. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie war das? So, wo fing das bei dir an? Was waren die Stationen? Angefangen habe ich bei Union. Ein klassisches Kind an der alten Försterei groß geworden. Ja. Ganz mit 7 da angefangen, okay. Da meine ersten Schritte im Profifußball gemacht. Bin dann nach meiner ersten Zweitligastation dann sozusagen nach Bielefeld, wollte mal raus aus der Heimat. Das hat dann nicht so gut geklappt. Und dann bin ich aus verschiedenen Situationen, habe ich mehrere Vereine in der dritten Liga gehabt, über Chemnitz, Würzburg, Halle. War dann eine Zeit lang kurz vereinslos, weil ich auch aus einer Verletzung kam und dann Corona einfach war und nicht das passende Angebot, Papa geworden. Da wollte ich nicht alles machen und dann hat es angeboten, die Chance in Berlin beim Tabellenführer zu unterschreiben in der Regionalliga. Und ja, bin dann durch Corona ohne ein Spiel aufgestiegen. Das war eine komische Situation. Und ja, letztes Jahr super gestartet und dann leider am Ende der Saison abgestiegen. Aber konnte aus dem Jahr sehr, sehr, sehr viel mitnehmen für mich persönlich. Weiß, was man nicht machen sollte. Aber freue mich jetzt echt riesig auf nochmal einen richtigen Verein. Weil das hatte ich letztes Jahr nicht. Hast du Heimspiele vor 500 Zuschauern gehabt. Ja. Und darauf freue ich mich jetzt, wieder Emotionen im Stadion zu haben. Und das ist, worauf ich wirklich großen Wert gelegt habe. Ja, hast dich ein bisschen informiert über Kickers Offenbach. Du sprichst die Zuschauer an, 500. Ich denke mal, ja, bei Trainingsspielen haben wir die auch. Aber ich denke mal, hier kommen zu Punktspielen dann doch mehr. Ich hatte das große Vergnügen, schon mal DFB-Pokal mit Union hier zu spielen. Ja, das hätte ich dich jetzt als nächstes gefragt, ob du das noch weißt. Da haben wir, glaube ich, nicht so erfolgreich gespielt. Also aus Sicht, damaliger Sicht für mich. Durfte ich dann mal hier im Stadion mit Würzburg ein DFB-Pokalspiel gegen Bremen spielen. Und ansonsten habe ich mich natürlich informiert über den Verein. Aber groß informieren muss man sich jetzt als Kind, der bei Union groß geworden ist, über Traditionsvereine in Deutschland. Ja. Da ist der OFC natürlich vom Begriff gewesen und darauf freue ich mich riesig. Ja, es gibt ja durchaus Parallelen. Ne? Nicht nur, was die Vereinsfarben angeht mit Union. Richtig. Du hast gesagt, du hast gewechselt, bist damals gewechselt ein paar Mal, weil du dich natürlich weiterentwickeln wolltest. Persönliche Ziele, so sportlich, was motiviert dich? Was ist der Grund, warum du jetzt nach Offenbach kommst? Also der Grund, nach Offenbach zu kommen, ist einfach, wie bei einem richtigen Verein zu spielen, mit einer richtigen Story. Und da halt einen Teil dazu beizutragen, dass der Verein halt eigentlich dahin geht, wo er hin möchte, und dann ist es in den bezahlten Profifußball. Das ist das große Ziel. Das muss man demütig angehen. Ich glaube, man sollte sich nicht jede Woche hinstellen und sagen, Drittliga, aber ich glaube, wenn man hier in dieses Stadion kommt, dann weiß man, was Sache schlägt, und mit dem Ziel komme ich her und hoffe, dass wir das am Ende des Jahres dann erfolgreich gestalten. Ja, das hoffen wir alle natürlich, Richtig. Klar. Und wenn du dazu beitragen kannst, der OFC hat ja natürlich auch erfahrene Spieler gesucht. Und ich glaube, an Erfahrung mangelt es dir nicht. Ich habe so ein bisschen gelesen, 135 Drittligaspiele, 58 Mal in der zweiten Liga. Ja. Da hast du einiges erlebt. Gibt es so irgendwas, wo du sagst, das war so in meiner Karriere oder von den ganzen Spielen ein Highlight oder jetzt irgendwie ein Spiel, was besonders in deiner Erinnerung übrig geblieben ist? Das Derby mit Union damals im Olympiastadion, was wir 2-2 gespielt haben, das war schon ein sehr, sehr großes Erlebnis. Da war ich aber noch 19 oder 20. Da nimmt man so eine Sachen noch nicht so bewusst wahr. Und dann muss ich sagen, dass erste Jahr in Halle, wo wir Tabellenvierter am Ende des Jahres geworden sind. Da hatten wir einfach eine super Truppe. Da war jetzt gar nicht so dieses eine Erlebnis. Das hat einfach riesen Spaß gemacht, weil wir da eine Euphorie in der Stadt hatten. Und deswegen war es mir auch wichtig, nochmal mit einem Verein, wo der gelebt wird, zu spielen. Also einfach nochmal die Möglichkeit zu haben, bei so einem Verein zu spielen. Weil so eine Emotion, das macht einem Spieler, wo es am Wochenende einfach darum geht, wie die Woche läuft. Und wo man natürlich, wenn es auch mal nicht so gut läuft, dann auch mal vielleicht einen Satz heiße Löffel bekommt, aber so ist es, gehört dazu. Und darauf freue ich mich wirklich einfach riesig.
Ja. Jetzt ist es natürlich wichtig für einen Spieler, gerade für einen jungen Spieler. Ich glaube, wenn ich das richtig jetzt ausrechne, als du hier gespielt hast mit der Union im Pokal, wir sagen jetzt nicht, wie das Spiel ausgegangen ist, das will ich dir jetzt ersparen, das weiß auch jeder hier. Da warst du 18 Jahre alt und viel hängt natürlich, glaube ich, immer davon ab, gerade für einen jungen Spieler, wer ist der Trainer, wie motiviert er einen, wie fördert er einen, was lernt man. Was würdest du sagen in deinen verschiedenen Stationen, wo du jetzt warst, so, gibt es da jemanden, wo du sagst, das war ein Trainer, bei dem habe ich richtig was gelernt, was mitgenommen? Also lernen oder mitnehmen tut man von jedem Trainer was, also egal ob im Guten oder im Schlechten. Ja. Aber ja, mein erster, Uwe Neuhaus, war natürlich hat mich gefördert, hat mir die Chance, die Plattform gegeben, überhaupt in den Profifußball einzutauchen. Und dann Thorsten Ziegner und mein letzter Trainer Muzzicato waren so die Trainer, mit denen ich dann auch auf persönlicher Ebene einfach, mit denen hat man sich auf Augenhöhe begeben. Der war natürlich der Chef und hat die klare Kante gegeben, aber da waren viele Parallelen, wie ich Fußball gesehen habe und wie ich auch Fußball lebe. Und ja, die haben mir beide sehr, sehr viel mitgegeben und auch fürs Leben. Also nicht nur, es geht ja auch darum, dass man als Mensch weiterkommt. Und da waren beide schon sehr prägend für mich. Richtig, ja. Ja, da sind wir jetzt bei dem nächsten Thema. Du hast ja wahrscheinlich eine Position, die du sehr gerne spielst. Das ist natürlich immer abhängig davon, wo der Trainer dich aufstellt. Du bist flexibel, das wissen wir. Was ist so deine Position auf dem Rasen? Wo sehen wir dich hier? Ich gehe mal davon aus, dass man mich fürs Zentrum schon geholt hat, also schon die Hauptposition. Eher defensiv? Ich glaube, das ist ein bisschen vom Gegner abhängig. Ich habe beides gespielt. Ich bin schon eher der, wie hat mein Trainer zuletzt mal gesagt, der Stratege auf dem Platz, der auch verbal versucht, seinen Mitspielern zu helfen. Das muss man einfach aus dem Zentrum heraus, das gehört dazu. Also ein echter Leader? Ein echter Leader, das gibt es für mich jetzt nicht mehr in der Form. Ich glaube, jeder hat ein Rollenbild auf dem Platz. Wenn du im Zentrum spielst, hast du einfach meistens den besseren Überblick. Dann hast du auch einfach gewisse Sachen, die du zu coachen hast. Und ja, meine Spielanlage ist schon dahingegen, dass ich mit dem Ball gerne spiele und das aus dem Zentrum heraus viel Ballbesitz. Und natürlich gehört auch eine Defensivarbeit dazu. Und ich glaube, das wird auch meine Aufgabe sein, für die ich eingeplant bin. Für die du eingeplant bist, je nachdem, wo der Trainer dich hinstellt. Genau, je nachdem, du welches System. Du bist auf jeden Fall bereit. Das absolut. Ist so. Wie ist das mit der Mannschaft? Hast du dich wahrscheinlich jetzt noch nicht so vertraut gemacht? Gibt es hier irgendjemanden, wo du sagst, ja, ich habe gehört, der spielt hier, den kenne ich? Dadurch, dass Fetschi letztes Jahr hier gespielt hat und ich dem mit auf Insta relativ folge und er relativ viel, habe ich da viel gesehen. Natürlich die klassischen Namen, Bosic, Bosina. Die sind einem schon über den Weg gelaufen. Natürlich habe ich mich jetzt aber auch näher gegangen so mit den anderen Namen. Aber persönlich kenne ich noch niemanden, aber freue mich, die Jungs kennenzulernen. Was müssen wir sonst noch wissen von dir? Kommst du mit Familie? Hund, Katze? Ich komme mit Familie, Katze, Hund, Katze. Nee, mit Hund. Einen kleinen Hund. Mit einem anderthalbjährigen, mit meiner Frau. Ich habe gerade erst geheiratet. Und ja. Glückwunsch nachträglich. Genau, danke. Gerne. Und ja, jetzt gehen wir noch mal raus aus Berlin und freuen uns auf eine schöne Sache. Und ja, ich werde auch tatkräftig von zu Hause unterstützen. Ja, dann würde ich sagen, bleib von Verletzungen verschont. Wir freuen uns auf dich. Alles Gute in Offenbach. Danke. Und nochmal herzlich willkommen hier. Danke.